Neuntes Rennwochenende der DTM-Saison 2008. Die Tourenwagen-Stars machen Halt in Barcelona. Und einer zieht die Blicke der Medien auf sich, der sonst eher ein wenig im Schatten der Meisterschaftskandidaten steht. Matthias Lauda, Sohn der Formel-1-Legende Niki Lauda und seit 3 Jahren DTM-Pilot. Für den 27-Jährigen ist es ein ganz besonderes Rennen. Schließlich wohnt der Österreicher seit 1996 in der spanischen Hafenstadt. Ich freue mich sehr auf das Rennen, dass alle meine Freunde kommen und auch die Strecke, die ich am besten kenne. Nach der Pressekonferenz am Mittwoch gab es ein ganz besonderes Highlight für die Fahrer. Mit dem Doppeldeckerbus durch Barcelonas Straßen. Nicht so schnell auf dem Asphalt wie gewohnt, aber dennoch mit viel Freude am Werk. Audi-Ass Martin Tomczyk, Mercedes-Benz-Meisterschaftshoffnung Paul Di Resta und Matthias Lauda. Und Lauda ließ es sich nicht nehmen, seinen Kollegen seine Stadt zu zeigen. Barcelona ist für mich mittlerweile schon mein Zuhause, würde ich sagen. Ich lebe schon hier seit über 12 Jahren. Ich bin in die Schule gegangen, habe meine ganze Jugend verbracht in Barcelona. Ich habe viele Freunde. Ich lebe auch zusammen hier mit meinem Bruder im gleichen Haus. Ja, meine Heimat mittlerweile. Ich bin zwar Österreicher, aber ich fühle mich sehr wohl hier in der Stadt. Lauda genießt die Zeit zwischen den Rennen. Am Hafen fühlt er sich wohl. Er liebt die spanische Mentalität. Hier kann er sich perfekt auf einen Saisonlauf vorbereiten. Ich probiere mal zwischen 8 und 9 aufzustehen. Ab und zu gelingt es, ab und zu nicht. Und dann mit viel Sport. Also ich habe jedes Jahr mein Programm. Das geht so über 3,5 Stunden, 4 Stunden. Viel Ausdauersport, Krafttraining und zwischendurch Essen. Dann mache ich meine E-Mails, immer was zu tun. Seine Motorsportkarriere begann spät und von langer Hand geplant war sie auch nicht. Denn ohne die Unterstützung seines prominenten Vaters dauerte es lange, bis er das erste Mal auf einer Strecke nach Bestzeiten jagte. Das war bei mir nicht im Plan, wie es bei den meisten anderen Fahrern ist. Die meisten planen, die fangen mit Go-Kart an oder die werden unterstützt von ihren Eltern und dann fangen mit Go-Kart an und dann merkt man, ob sie ein Talent haben oder nicht und dann geht es halt normalerweise weiter. Bei mir war es immer anders, weil mein Vater war immer dagegen. Also mir hat Motorsport immer Spaß gemacht. Ich habe mich auch sehr dafür interessiert, den Motorsport generell. Mein Vater hat mein Leben lang erzählt, dass das ist nichts für dich. Du machst deine Schule, du willst studieren, du machst einen normalen Job. Mein Bruder und ich, wir sind halt nach der Schule mal zusammengesessen und ich habe gesagt, ich würde gerne mal zum Spaß einen Test machen auf einer Strecke, einfach nur um zu schauen, ob ich ein Talent habe oder nicht. Weil mir macht das Fahren auf der Straße tierisch Spaß, dass ich gerne mal auf einer Strecke mit einem wirklichen Wagen, wie das so ist. Und mein Bruder hat mir diesen Test organisiert. Da hat's angefangen dann. Dass Talent vererbbar ist, ist schnell zu erkennen. Sein Aufstieg ist steil. Binnen 4 Jahren schafft er es in die GP2 und ein Jahr später fährt er bereits in der DTM um Meisterschaftspunkte. Für Lauda aber noch nicht genug. Fuß fassen DTM, mich zu steigern über die Jahre. Wenn es geht, mal mit einem neuen Wagen zu fahren, wäre auf jeden Fall ein Ziel und ein Traum für mich. Und dann mal zu kämpfen um die Meisterschaft und um Siege zu kämpfen. Das ist mein Ziel in der DTM. Also wenn ich die Ziele nicht hätte, dann wäre ich hier auf dem Platz. Sein Vater ist sein größter Kritiker. Lauda versucht sein Bestes zu geben. Nicht immer einfach. Schließlich sind die Erwartungen seines Vaters groß. Von ihm unter Druck setzen lässt sich der Mann mit der Startnummer 8 allerdings nicht. Er ist schon sehr, sehr kritisch und er fragt schon immer, warum ist das nicht so gut gegangen, warum dies nicht. Und dann muss ich erklären und sagt immer, ja, warum hast du den Wagen nicht im Griff? Wenn ich sage, ja, das Auto untersteuert, sagt er, musst du hinkriegen, weil am Freitag haben wir 3 Stunden freies Training und es kann nicht sein, dass das Auto nicht hinkriegt. Er ist schon sehr kritisch. Trotz alledem, die beiden pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis. Ich sehe ihn mehr so wie so einen zweiten Bruder oder einen guten Freund. Wir können über alles sehr offen reden. Wir haben guten Humor, wir können sehr viel lachen. Matthias Lauda, DTM-Fahrer, der immer mehr aus dem Schatten seiner Konkurrenten tritt. Jetzt gilt es nur noch, den Übervater und dreifachen Weltmeister zu überzeugen.